guten Tag, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich hoffe, ich kann noch zu Ihnen und euch sprechen, bevor der große Regen kommt. Ich habe mir heute ein Bild gemacht, was hier los ist im Katernberg, was hier für Torum und unnötige Modernisierungen stattfinden. Es ist ein schwacher Trost für Sie, dass Sie damit nicht alleine sind. Das fängt überall in Deutschland, findet genau das gerade statt. Teure, unnötige Modernisierung auf Kosten der Mieterinnen und Mieter. Und das wollen wir gemeinsam stoppen. Das Grundübel ist schon benannt worden, es ist die sogenannte Modernisierungsumlage. Mit diesem sinnlosen Instrument macht die Bundesregierung eigentlich die Scheunentore weit auf und lässt zu, dass Investoren und Spekulanten über Mietwohnungen herfallen. Sie lässt zu, dass nicht sinnvoll modernisiert wird, sondern möglichst teuer modernisiert wird. Und das ist eines der Gründe, warum wir sagen, diese Modernisierungsumlage, die muss endlich abgeschafft werden. Die erste Frage, die man sich stellt, warum macht die Vonovia das überhaupt? Die Vonovia ist eine Aktiengesellschaft, sie ist an der Börse. Das heißt, sie ist gar nicht den Mieterinnen und Mietern verpflichtet, sondern ihren Aktionären. Ihnen geht es darum, möglichst viel Rendite zu machen. Ihnen geht es darum, an ihre Aktionäre möglichst viel Geld auszuschütten. Das ist das Problem. Und deswegen sagen wir heute in Richtung von Vonovia, aber auch in Richtung von Deutsche Wohnen und all den anderen, hören Sie auf, Ihre Rendite auf Kosten der Mieterinnen und Mieter zu machen. Das ist unsozial, das ist unfair. Lassen Sie das einfach sein. Aber mindestens genauso spannend ist die Frage, warum lässt die Politik das eigentlich zu? Warum lässt die Politik zu, dass dort Geld gemacht wird auf Kosten der Mieterinnen und Mieter? Wie konnte es so weit kommen, dass Wohnen heute kein Grundrecht ist, sondern zu einer Ware geworden ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich kann Ihnen sagen, dass ich sie mir auch seit vielen Jahren stelle, nämlich in den letzten 4 Jahren, wo ich im Bundestag für die Linke Mieten- und Wohnungspolitik gemacht habe. Und ich kann es mir nur so erklären, dass nämlich mindestens der größte Teil dieses Bundestages, namentlich die CDU, nicht Politik für Mieterinnen und Mieter macht, sondern Politik für die Vermieter, Politik für die Kapitalanleger, Politik für die großen Konzerne. Und dazu sagen wir ganz klar Nein. Jawohl. Bravo. Und leider hat sich auch die SPD nicht durchsetzen können gegen ihren Koalitionspartner und unterm Strich in den letzten 4 Jahren fast nichts rausgeholt für die Mieterinnen und Mieter. Aber das Wichtigste für die nächsten 4 Jahre wäre, dass endlich nicht länger Politik für die Vermieter und für die Konzerne, sondern dass endlich mal Politik aus Sicht der Mieterinnen und Mieter gemacht wird. Darauf kommt es an. Was ist denn passiert in den letzten 4 Jahren? Erstmal ist es richtig, wir haben immer mehr gesprochen über die Mietenexplosion. Es ist ja auch so, wir haben in manchen Großstädten, da sind die Mieten in 5 Jahren 20-30% gestiegen. Und auch in Essen zieht der Mietmarkt insgesamt ja an. Auch hier gibt es manche Stadtteile mit Mietsteigerungen von 10%. Wir haben gesehen, dass alleine im letzten Jahr in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, und da ist nun jedes Dorf mit eingerechnet, die Mieten um 4% gestiegen sind. Jetzt möchte ich Sie fragen, jeden Einzelnen von Ihnen, sind im letzten Jahr Ihre Löhne, Ihre Renten, Ihr BAföG auch um 4% gestiegen? Melden Sie sich mal, bei wem sind die Löhne und die Renten und das BAföG um 4% gestiegen im letzten Jahr? Ich sehe keinen einzigen. Einen sehe ich. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Genau. Es gibt, ganz genau. Und es gibt noch nicht mal, wird das Geld für Kinder ausgegeben oder für diejenigen, die es wirklich nötig hätten. Das ist unwürdig. Und deswegen, wenn die Mieten explodieren und die Löhne stagnieren, dann ist das eine faktische Lohnkürzung, dann ist das eine Enteignung der städtischen Mittelschichten, es ist eine Verarmung der Bevölkerung, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und dann hat man ja die... Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber es ist doch die Mietpreisbremse eingeführt worden.
Ja, das ist ein Gesetz, an dem eines stimmt, nämlich der Name. Die Mieten müssten gebremst werden. Ja, sie müssten eigentlich gestoppt werden. Aber das Gesetz ist so falsch gemacht, mit so vielen Ausnahmen, mit so vielen Bedingungen, dass es nirgendwo überhaupt funktioniert. Trotz der Einführung der Mietpreisbremse sind die Mieten weiter gestiegen. Das ist doch absurd. Das frustriert doch die Leute, dass man ihnen sagt, wir bremsen die Mieten und am Ende steigen sie immer weiter. Da fühlen sich die Leute auf gut Deutsch verarscht. Und das kann ich dann ehrlich gesagt auch gut verstehen. Deswegen, meine Damen und Herren, wir müssen nachschärfen bei der Mietpreisbremse. Wir brauchen eine Mietpreisbremse, die auch wirklich funktioniert und die dafür sorgt, dass die Mieten nicht weiter steigen. Schutz von Mieterinnen und Mieter. Ich habe schon gesagt, dieses Wort Ungetüm, das heißt Modernisierungsumlage. Das ist das, was Ihnen hier am Katernberg die Mieten teurer macht. Diese Modernisierungsumlage, die muss abgeschafft werden. Es ist in den letzten 4 Jahren im Bundestag ganz viel geredet worden über besseren Mieterschutz. Ja, man soll den Mietspiegel anders berechnen. Ja, man muss den Kündigungsschutz verbessern und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Nichts davon ist passiert. Und deswegen wird das eines der wichtigsten Aufgaben für die nächsten 4 Jahre. Mieterinnen und Mieter müssen besser geschützt werden. Und natürlich, gerade die Konservativen sagen ja auch immer, es muss hier einfach mehr gebaut werden. Bauen, bauen, bauen. Aber schauen Sie sich doch mal um. Es wird ja auch gebaut. So viel wie im Moment in Deutschland gebaut wurde, wurde seit 11 Jahren nicht mehr gebaut. Aber für wen wird denn gebaut? Für Leute, die es sich leisten können, Mietpreise von 11, 12, 13, 14 Euro im Monat zu bezahlen. Für Leute, die sich eine Eigentumswohnung leisten können. Niemand baut mehr für die ganz normale Bevölkerung. Auch das muss sich endlich ändern. Und ja, wir brauchen auch Sozialwohnungen. Der Anteil von Sozialwohnungen in Deutschland ist in den 20 Jahren rapide runtergegangen. Wir hatten 1990 noch 3 Millionen Sozialwohnungen. Jetzt ist weniger als die Hälfte davon übrig. Und Jahr für Jahr fallen weitere Sozialwohnungen aus der Bindung. Das heißt, Menschen müssen aus ihren Wohnungen raus, im schlechtesten Fall, oder deutlich höhere Mieten bezahlen. Und auch deswegen brauchen wir einen Neustart im sozialen, im gemeinnützigen Wohnungsbau. Und das wäre jetzt mein letzter Punkt. Gemeinnützig, habe ich gesagt. Das Grundproblem ist doch, dass ein falsches Prinzip herrscht. Man redet dauernd vom Wohnungsmarkt, als würde es hier darum gehen, möglichst viel Geld zu machen. Nein, Wohnen ist keine Ware, Wohnen ist ein Menschenrecht, Wohnen ist ein Grundrecht. Und wir brauchen deswegen ein anderes Prinzip. Das Prinzip soll nicht länger heißen, Rendite, immer mehr Geld, immer mehr Gewinn zu machen. Wir wollen eine gemeinwohlorientierte, eine gemeinnützige Wohnungspolitik durchsetzen. Dem müssen auch die Unternehmen verpflichtet werden. So wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen. Die letzten 4 Jahre waren leider verlorene Jahre für Mieterinnen und Mieter. Anstatt sie zu schützen, die sie hier stehen, die sie bald deutlich höhere Mieten zahlen müssen, hat man Spekulanten, hat man Investoren den roten Teppich ausgelegt. Diese großen Unternehmen wie Deutsche Wohnen und Vonovia, die müssen ja zum Teil noch nicht mal Steuern bezahlen, wenn sie spekulieren, wenn sie große Wohnungsbestände erweitern. Das kann auch nicht sein. Sie müssen halt jeden Euro, jeden Mark, den Sie verdienen, versteuern. Das muss endlich auch für die großen Unternehmen gelten. Zu guter Letzt möchte ich auch was Positives sagen. Ich finde es nämlich großartig, dass Sie alle hier sind, dass Sie gekommen sind, trotz Regen, trotz Sturm, dass Sie sich wehren, dass Sie sich eingebracht haben und Schilder malen. Und das gibt mir, das gibt Ihnen auch Mut. Und es gibt viele Menschen, Land auf, Land ab, die sich zur Wehr setzen wollen. Sie, die Sie hier im Katernberg sind. Ich sehe Kalle Gehrig, der extra aus Köln angereist ist, der ja wahrscheinlich Nordrhein-Westfalens bekanntester Mietrebell ist, der auch gesagt hat, ich lasse mich nicht verdrängen, wir wehren uns.
lassen Sie uns das gemeinsam sagen. Wir wehren uns gemeinsam, wir wenden uns gemeinsam gegen Mietenexplosion, gegen Verdrängung. Wir sind die neue Mieterbewegung. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich hoffe, dass Sie sich durchsetzen. Dankeschön.